glaube ich, wieder Camilla, ne? Wieder Camilla. Ja, hier ist anscheinend wieder eine Angelstelle. Also da, wo die Fischis raufgemalt sind, da sind potenzielle Angelstellen, die man dann halt auch nutzen kann, je nachdem, wenn man da halt eine Angel findet oder sich eine craften kann. Aber dafür brauchen wir halt noch diese blöden Blätter. Angelstand. Und wir haben ja schon Würmer gefunden an Vogelnestern. Das ist eigentlich ganz cool gewesen. Das sieht aus wie so eine Schutzmauer da, Alter. Sag mal, oder sind das hier große andere Blätter? Kannst du bei den einzelnen... Hier sind Datteln dran. Hier kriegen wir normale Palmenblätter. Chinesische Schirmpalme. Gelbe Blätter, schmale Blätter. Ne, sind die gleichen Blätter wie hier. Schmale Blätter, gelbe Blätter. Wieder Kamille. Ja, muss ich erstmal, glaube ich, mit den Ressourcen irgendwie anfreunden. Da ist irgendein Vogel. Ich weiß nicht, ob der mich an... Ob der mich angreift? Oh, fuck! Oh, du Hurensohn! Okay, die greifen einen also an. Das ist ja interessant. Headshot! Eine Harpie! Alter Pfeiler. Das war eine Harpie. Okay, wir haben jetzt durch die Feder einen neuen Bauplan gekriegt anscheinend. Hä? Es steht immer neuer Bauplan, aber dann kann ich gar nichts machen. Wo sehe ich denn? Was ist denn mit der... Was habe ich denn jetzt durch die Feder? Ich kann gar nicht schnell mein Ding nehmen. Okay, warte mal. Wo ist mein Speer? Alter, ich habe gedrückt, aber dann konnte ich nicht mehr. Okay, wir werden vielleicht sterben. Oh, die sind ja übel stark, Alter. Wie geil ist das denn? Ah, mein Speer war irgendwie weg. Alter, ich habe mich voll erschrocken. Die hing auf einmal an meinem Gesicht, ey. Okay, also es gibt ja unterschiedliche Tiere, die einen töten können. Das ist ja interessant. Die Harpien, die sind schon böse. Fuck, wo ist denn jetzt mein Speer? Ich habe den irgendwo hingeschmissen. Ich schwöre, der war in der Harpie drin. Ich habe extra gewartet, bis ich sie treffe und dann... Aber ich glaube, man heilt halt wirklich auch nur, wenn du gesundheitsmäßig dir da irgendwie was erstellst, ne? Weil sonst, du heilst nicht gegen irgendwie. Also ich brauche halt diese großen Blätter. Fucking Harpien! Das sind wahrscheinlich die Bewohner von den Nestern. Oder? Ah, guck mal, wenn das leuchtet, dann sind das immer irgendwelche Sachen, die wir anscheinend entdecken können. Also ist das hinten gar kein Wasserfall, sondern vielleicht auch irgendwas, was halt leuchtet für uns, was wichtig ist. Okay, das finde ich hätte nicht sein müssen, weil man geht ja da automatisch eigentlich hin und guckt.
Lied von der Bestrafung der Beschenkten. Als der Tod den letzten der Höchsten geholt hatte, endete die große Jagd. Aber die Familien und die Angehörigen der Höchsten, denen Langlebigkeit geschenkt wurde, erwartete ein noch schlimmeres Schicksal als der Tod im Kampf. Am Tag nach dem Ende der Jagd wurden alle Beschenkten zu einer hohen Klippe über dem tiefen Meer auf der Insel der Vögel gebracht. Einer nach dem anderen wurden die Beschenkten zu einer Klippe geführt und ihnen das Gift eines Sumpffrosches verabreicht, das sie bewegungsunfähig machte. Und diejenigen, die es einnahmen, wurden gelähmt, auf den Grund des Meeres geworfen, wo sie ertranken. Am Ende dieses Tages gab es keine Beschenkten mehr. Ihre Knochen ruhten auf dem Grund des Meeres und die Rasse der Unsterblichen war für immer vernichtet und nur Sterbliche, die letztlich an Krankheiten verendeten, blieben auf der Insel zurück. Hallo Sandersby! Erzähl mal was über das Spiel. Ich kenne das nicht. Ich kenne da tatsächlich auch noch nicht viel. Also, wir spielen gerade Survival Fountain of Youth. Es ist derzeit eine Demo. Ihr könnt euch das Spiel gerne auf die Wishlist hinzufügen. Wir survivalen. Wir haben unterschiedliche Witterungen, unterschiedliche Situationen, die hier uns angreifen, wie zum Beispiel irgendwelche Wildtiere. Wir sind jemand, der gestrandet ist. Wir waren eigentlich auf einer Mission mit zwei weiteren Booten und die sind halt alle irgendwie bei einem Sturm gekentert. Wir suchen jetzt noch Überlebende und wir sind hier auf der Insel der Hoffnung, die wir schon mal erkundet haben anscheinend und müssen jetzt gucken, was uns einfach hier erwartet. Wir haben aber die Möglichkeit, auch noch andere Karten zu entdecken. Wir können auch theoretisch unsere Karte hier kartieren. Das Problem ist, uns fehlen halt Werkzeuge, dass wir sozusagen hier Parameter für Parameter von der Insel erkunden können. Ansonsten gibt es halt eine Weltkarte und wir können auch unterschiedliche Inseln noch besuchen. Die habe ich aber noch nicht entdeckt. Ich weiß auch nicht, ob man das in der Demo überhaupt machen kann. Aber ansonsten ist es halt ein sehr schönes Wasser des Lebens. Ansonsten ist es aber ein sehr, sehr schönes... Oh, da liegen sie unten alle! Okay, das ist ein sehr geiles Detail von der Geschichte. Ansonsten ist es aber ein sehr, sehr schönes Survival-Spiel bisher. So ein bisschen Stranded Deep, The Forest und... Ja, was noch? Raft tatsächlich auch. Shit! Ja, danke Twitch für nichts. Ja, das lag an der Stunde. Es ist ein Survival-Spiel, bei dem du survivalen kannst. Und du kannst Sachen herausfinden. Es gibt auch einen Story-Teil und bisher lohnt sich's auf jeden Fall. Also wer da irgendwie Bock drauf hat, sich das mal zu holen, der kann gerne die Demo spielen. Wir spielen nämlich gerade die Demo. Und das Game heißt Survival Fountain of Youth. Und so wie das... Der Titel schon sagt, sind wir auf der Suche nach dem ewigen Leben, beziehungsweise auf der Suche nach diesem Elixier des Lebens. Dass mein Speer jetzt kaputt gegangen ist, ist scheiße. Ob wir da hinten nochmal irgendwo die Möglichkeit haben, so einen Speer zu bauen? Und vor allen Dingen will ich jetzt nicht... Ich glaube, ich mache mir hier mal ein Bett. Dafür brauchen wir ja... 5 von diesen komischen Dingern hier. Die holen wir uns mal schnell. Ups. Ah, hier können wir nur Kokosnüsse. Kokosnüsse, Kokosnüsse. So, dann... Ach, warum will ich immer auf Escape gehen? Dann baue ich mir jetzt schnell mal ein Bettchen. So, und dann schlafen wir da mal eine Nacht. So. Good morning in the morning, sage ich nur dazu. Na, eigentlich Kokosnuss bräuchten wir halt theoretisch wieder. Okay, das finde ich aber... Ob wir da hintauchen können, kurz zu denen? Dahin tauchen. Nicht, dass ich wieder ersaufe, weil ich gefühlt
außerhalb des Bereiches da war. Lieber nicht. Ja, Twitch übertreibt mehr und mehr mit Werbung. Das wird der Tod sein über lange Sicht. Nee, tatsächlich habe ich die Werbung geschalten. Da übertreibt Twitch gar nicht. Also ihr dürftet theoretisch keine Werbung haben, wenn ihr das natürlich zeitig gut abpasst. Weil ich habe das eingestellt, dass ich jede Stunde eine Minute Werbung schalte. Und wenn man natürlich Pech hat und genau zu dieser Stunde reinkommt und dann hat man halt einfach die Werbung. Das liegt aber nicht an Twitch. Also Twitch hat damit gar nichts zu tun. Und ich finde auch an sich das bei Twitch gar nicht schlecht, wie sie es machen. Du kannst ja theoretisch den Streamer auch supporten und kannst einen Sub da lassen. Dann hast du eigentlich keine Werbung. Oder du kaufst dir halt Twitch, wie hieß das? Nitro? Turbo? Dass du halt keine Werbung bekommst. Oh, oh, greifen die mich jetzt schon an? Und instantly fire! Dankeschön für den Resubble-Dibu! Wow, ich hab voll vorbeigeschossen! Ich hab durch das Tier gehauen! Weg mit dir! Wow! Du Dreckige! Okay, komm her, komm her! Zack! Holy shit. Okay, hier kriegen wir jetzt aber Fleisch. Hier kriegen wir jetzt aber Fleisch. Und Roke, dankeschön auch für den Resub. Ey, Instantly Fire schon 8 Monate. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support. Merci beaucoup, merci beaucoup. Und Chris hat einfach schon 25 Monate. Aber erst im 3. Fortlaufenden. Das ist ja sehr, sehr traurig. Nein, dankeschön, ihr Lieben. Vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Dankeschön für euren Suppensupport. Ach, guck mal, mein Steinschneider ist auch fast kaputt. Nee, der ist schon kaputt. Den können wir also fallen lassen. Ach, fuck, jetzt hat die mich halt echt noch bekommen. Das ist ja richtig kacke. Das ist ja richtig kacke. Das war ein bisschen unglücklich. Die Harpien sind echt stark, also... Holy shit. Da oben sind noch welche. Ist ein bisschen wie Ark, die Klauvögel, ne? Die Harpien. Wenn man so will, ist das ein bisschen... Erinnert mich das ein bisschen... Bin ich blutig? Ne, ich bin, glaube ich, nicht blutig. Da könnten wir theoretisch auch hochgehen. Aber da gibt es dann wahrscheinlich mehr Harpien. Nicht, wann ich da zuschlagen muss. Ich mach so die Augen zu, weil ich Angst hab. Da ist nochmal eine Angelstelle. Die Sache ist, ich würde halt gerne noch die Möglichkeit haben, ein paar Äste zu finden, aber ich habe das Gefühl, Äste sind hier auf der Map wirklich Mangelware. Auch so Steine und so. Du hast halt überall so die Möglichkeiten, Bäume zu fällen, theoretisch. Aber du kannst halt keine Äste rauskriegen. Oder ich weiß noch nicht, wie das geht. Okay, wir haben noch einen Angelplatz gefunden. Einen weiteren Angelplatz. Ich bin vor allen Dingen auch gespannt, ob die Maps sich unterscheiden. Ob man unterschiedliche Territoriale so bekommt, dass es unterschiedliche Habitats sind. Dass man halt hier oder da dann einfach guck mal, wie viel Gesundheit wir einfach schon wieder verloren haben. Ein scheiß Harpien. Oh! Gib mir dein Fleisch.
Kein geeignetes Werkzeug. Oh no, ich habe kein... Die findet mich halt trotzdem, wa? Ich will einfach keine Steine. Shit, 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 shit. Ich dachte halt, wenn ich mehr so in den Büschen laufe, dass die mich dann weniger sehen. Die Harpien. Aber die sind ja richtig rasant hier. Die hat wieder Eide. Ey, das sind alles schwangere Tiere, ey. Scheiße, ich bin ein richtiger Mörder. Die haben alle Eier in sich. Ärgerlich. Schon wieder eine Angelstelle. Hier sind aber viele Angelstellen. Holy Macaroni. Einen Angelplatz gefunden. Habe ich hier etwa Eier gehört? Machst du immer mindestens einen Double Kill? Double Kill. Guck mal, da sind irgendwelche Sachen. Hier sind irgendwelche Äste wieder. Brauchen wir die jetzt derzeit? Wir könnten uns sonst eine Kiste an diesem Angelding hinpacken? Craften, essen, craften, essen, nur am Essen und Trinken. Einen Stein brauche ich für die Klinge. Boah, guck mal, da ist hinten auch was, was wir entdecken können anscheinend. Und ich glaube, meine Axt macht auch lange nicht mehr mit. Da sind doch Lianen dran, oder? Töte jetzt einfach alle. Mit so einer Prügel! Komm her! Oh, das ist da wirklich gefangen. Okay, wenn die Dinger ausbreitet, die Krallen, dann können wir sie schlagen. Sag mal, wie komme ich denn hier? Der Baum des Kartografen. Leiter platzieren. Erforderlichen Gegenstand Seil. Okay. Piss dich. Platonia. Ah, da kriegen wir wieder diese Frucht. Ich brauche halt einen Stein, Alter. Ich kann die ganzen Tiere nicht auseinandernehmen. Was ist das hier? Was sind das für Sachen? Ah, das ist wieder Salbei. Das harveste ich einfach mal. Zwei neue Baupläne wurden gefunden. Aber die werden mir hier nicht angezeigt. Oder die kann ich halt einfach nicht benutzen. Tabakkompresse. Ah, da brauche ich echt wieder so ein breites Blatt. Kann bei einigen Pflanzen und Bäumen mit breiten Blättern gesammelt werden. Was sind denn breite Blätter? Eigentlich doch Palmen, oder nicht? So, easy. Easy, du blöde Harpie.
ist ja wieder Tabak, ne? Ne, Brennnessel. Keine Ressourcen. Okay, Brennnessel sind einfach nur Plunder anscheinend. Nicht in die Brennnessel laufen, Leute. Das gibt Aua. Aua schreit the power. Die Äpfel sind zu sauer. Die Bohnen sind zu süß. Sagt man das so? Sind das breite Blätter? Pterodon. Pterodon. Was ist Pterodon? Baumrinde. Wir kriegen auch ein gemeinsames Protokoll. What the fuck? Und Fleisch. Ich lass mal die Brenne, die das hier fallen. Okay, Baumrinde und kleiner Stock haben wir geerntet. Ach, guck mal, wir können auch eine Salbei-Kompresse können wir auch machen. Rindengebräu. Meersalz. Ressource für Komplexes kann mit Hilfe von Herd, mit Topf oder Brennern aus Meerwasser gewonnen werden. What the fuck? Ach, guck mal. Seeigel und einen Seestern. Da kann man auch irgendwas draus machen. Also diese ganzen Blümchen und Tabak und sowas alles, da kann man sich halt eine Kompresse draus bauen. Das Problem ist, sowas haben wir halt nicht. Steinspeer. Ja, dafür fehlt ein Bogen. Dafür fehlt uns halt immer noch so ein Lianenseil. Verdammte Kacke. Was ist das? Ein Topf. Ein gebrannter Topf. Also soll ich einen gebrannten Topf herkriegen? Ein Floß. Brauchen wir auch ein Seil für. Ja, könnten wir theoretisch, wenn wir das finden, dann. Ja, ich lasse das mal und jetzt will ich den mal abernten. Nicht ausreichend Haltbarkeit des Werkzeuges. Okay, dadurch haben wir halt gar nichts bekommen gerade. Hier ist ein Lager. Sind hier Ausgrabungen oder was? Wandschnitzerei. Aber da habe ich da vorne. Oh, hier ist nochmal, glaube ich, ein Nest. Aber Wandschnitzerei, da habe ich hier vorne doch auch noch eins gefunden. Hier ist ein Stein. Alter, willst du mich verarschen? Ich bin 50.000 Mal vorbeigelaufen. Die Sonne, die meint es jetzt aber gut mit uns, wa? Wandschnitzerei. Ein Teil der Wandschnitzerei. Ich kann es erneut anbringen, um die Wandschnitzerei wiederherzustellen. Wo will er das denn ranmachen, frage ich mich. Oh Leute, ich muss gleich mal meinen Vorhang vormachen. Weil mich das gerade ein bisschen stört. Ich glaube, hier vorne lag auch noch eine Schnitzerei. Nee, hier nicht. Hier. Okay, warte mal, ich muss mal kurz einmal die Vorhang vormachen. Das ist mir sonst hier so ein bisschen zu nervig mit dem Licht. Habe ich hier Eier gehört? Leute, ihr könnt übrigens, falls ihr Kanalpunkte habt, diese auch gerne einsetzen. Wir haben zurzeit ein neues Community Goal, bei dem wir Kanalpunkte sammeln, um einen neuen Lego-Aufbaustream zu starten. Also wer Kanalpunkte hat, packt die bitte gerne in die Herausforderung. In die Herausforderung rein. Ich habe es schon im Discord angekündigt. Wir werden
zusammen ein Hogwarts-Schloss aufbauen, wahrscheinlich so um die Weihnachtszeit. Und wir brauchen insgesamt 1 Million Punkte, 1 Million Kanalpunkte. Und sammeln jetzt sozusagen das erste Viertel. Also wer Punkte hat, gerne rein. Instantly Fire, vielen lieben Dank. Merci beaucoup. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das werden wird, wenn wir da. Schade, dass man sich das nicht irgendwie im Stream auch anzeigen lassen kann. Man kann sich ja diese Goals allgemein anzeigen lassen, aber bezüglich bezüglich solcher Kanalpunkte kann man das leider nicht. Ist echt ein bisschen schade. Was gibt's da? Da gibt es wahrscheinlich genau die gleichen Sachen wieder. Ich brauche jetzt ein bisschen Palmen. Ich brauche irgendwie ein Palmenbett. Ich muss mich nochmal hinlegen und schlafen die Nacht. Vielleicht ein Feuer müssten wir eigentlich auch bauen, damit ich mein Fleisch noch braten kann. Da vorne. Wir gehen mal da vorne zu den. Ups. Zu den Palmen. Dafür brauche ich Stöcke, ne?